Ein herzliches Quacken willkommen zu einer weiteren Folge Altes Live. Heute sind wir als Cops unterwegs und wenn ich von wir spreche, meine ich damit mich und den lieben Race, der hier neben mir steht. Hallo. Ja, wir haben gerade mal die Polizeieinweisung durchgemacht und haben überlegt, was könnten wir denn noch so zeigen, weil im Moment, als Rebellen nur zu zweit ist es ziemlich eintönig, was man da so macht. Haben wir gedacht, ein bisschen Ablenkung reinzubringen, versuchen wir mal uns als Cops. Und da gehen wir mal zu unserem Auto. Wir sind eben gerade erst auf dem Server und spielen jetzt wirklich zum ersten Mal Cops. Ich hab's noch nie gemacht und ich hoffe, ich verkacke nicht. Ja, ich habe so ein kleines bisschen Erfahrung, aber auch nicht so wirklich. Hier denkst du schon direkt ein bisschen Stunde, los, aber... Eine Stunde okay. Spielzeit oder so, aber... Also wie war das, wie hat er gesagt, bei jeder Kleinigkeit Taser zücken und abknallen, ne? Ja, ja klar, und auch wenn jemand aussteigt, wenn jemand aussteigt, sagen Waffe runter, direkt tasern, ist ganz wichtig. Überlebensregel in Altes. Kein Roleplay war auch noch wichtige Regel. Am besten machen wir den Schalldämpfer vor der Waffe und töten einfach jeden am Marktplatz. Genau, ja. Haben wir auf jeden Fall da schon mal Ruhe. Ja, dann sind wir da schon mal alleine. Nein, natürlich Quatsch. Also natürlich immer Roleplay machen und Strafmaß nach Bußgeldkatalog und sowas. Auch immer im eigenen Ermessen. Wenn da jemand sich wirklich mit Roleplay ein bisschen Mühe gibt, dann kann man da auch ein bisschen nachsichtig sein oder... Ja, und Taser natürlich nur, wenn es wirklich nicht anders geht, wenn Leute nach mehrmals auffordern, nicht stehen bleiben oder Waffen in eure Richtung das Fahrzeug lässt und sowas. Recht schlecht fahren, ey. Drückst du einmal kurz auf die Bremse und schon steht er. Ja, ist doch gut. Und die Lenkung, ah. Der ist halt der Pickup, ne? Ja, aber der hier ist nochmal schlimmer. Ich fahr schon zu schnell. Schön langsam fahren. So, wollen wir direkt mal hier anhalten und gucken, was geht? Und natürlich direkt, ja. Ja, hier ist ein Fahrzeug, das wir importen können. Ja. Dann park doch mal daneben. Direkt jemand Musik laufen. Hallo Polizist, hier rennt einer mit der Pistole. Achtung! Was muss ich drücken? Blade, zieh einfach die Pistole bitte. Ziehen Sie die Pistole einfach in Ihr Inventar bitte. Dann drücken Sie zweimal Steuerung bitte. Lass mich mal raus bitte. Ja, ist aus. Ich glaube, der will schießen. Ja, der dreht sich gleich um. Nö. Blade, drücken Sie zweimal die linke Steuerungstaste bitte, genau so. Und jetzt drücken Sie mal B. Der tickt gleich auf. Einmal B, dann haben Sie das Fernglas in der Hand und dann ist das Ganze auch wieder erlaubt. Sofern man ein Fernglas hat. Und würden Sie bitte Ihre Musik hier ausmachen? Blake, könnten Sie gerade mal bitte festnehmen. Können Sie gerade mal bitte mitkommen? Soll ich das dann eben machen? Dann kommen Sie mit und kaufen sich ein Fernglas. Ansonsten muss ich Ihnen die Waffe leider abnehmen, weil offen Waffen tragen ist hier nicht erlaubt. Gibt leider auch keine Erstattungen, wenn irgendwas in die Luft fliegt, da können wir leider nichts machen. Aber wem gehört denn das Fahrzeug hier? Mit der linken Steuerungstaste können Sie Ihre Sachen wieder aufheben. Boah, haben wir schon direkt alles voll zu tun hier. Wie bitte? Was muss ich drücken, um das Fernglas in die Hand zu nehmen? Oder einmal B. Genau, und jetzt können Sie aufstehen. Bis quasi drücken Sie mal... Psycho machen Sie bitte Ihre Musik aus. Jetzt können Sie wieder aufstehen. Genau, und jetzt können Sie rumlaufen. Das einzige Problem ist, das Fernglas müssen Sie immer wegstecken, wenn Sie über irgendwas drüber steigen wollen. Das funktioniert nicht gleichzeitig. Aber sonst, wenn Sie das Fernglas ausgewählt haben, können Sie rumlaufen und dann ist okay. Alter, komm mal hier mit dem Psycho. Psycho, machen Sie bitte Ihre Musik aus oder ich muss Sie festnehmen. Psycho, wenn Sie nicht gleich antworten, nehmen wir Sie fest und bringen Sie woanders hin. Wie bitte? Ich gebe noch eine letzte Chance, der Psycho, machen Sie bitte Ihre Musik aus oder ich muss Sie festnehmen. Was war die Frage hier mit den Sachen? Mit der linken Steuerungstaste können Sie die aufheben. Dann müssen Sie nach unten schauen und die linke Steuerungstaste drücken. Nehmen den Psycho jetzt mit. Und Leon, haben Sie gerade die Sachen aufgenommen? Weil das ist dann nicht Ihr Zeug gewesen. Das Geld sollten Sie... Sie sind Ihr... Okay. Ja, dann ist okay. Dann ist okay. Jetzt backt der Kerl bei mir rum. Wo ist er denn jetzt? Ah, der Psycho ist getrennt, okay. Jo. Ey, direkt hier alles voll zu tun, Alter. So, gibt's hier noch irgendwas oder ist hier sonst alles ruhig, alles gut? Braucht jemand Hilfe? Lag nochmal noch das Quad, das hier so an der Laterne steht.
Ich hab den Kollegen nicht aus dem Spiel entfernt. Es wurde doch gar keiner gebannt. Der ist einfach disconnected. Ich hab den Kollegen nicht entfernt, ich hab ihn nur gewarnt, hab ihn festgenommen und wollte ihn jetzt gerade aufs Akku bringen. Kommen Sie mal bitte mit, hier ist ein bisschen laut. Und dann hat er leider das Spiel verlassen. Da stand bei mir, dass er das Spiel selbst verlassen hat, also ich hab da überhaupt nichts getan. Und zwar richtig. Aus, wenn ich mein Auto irgendwo stehen lasse und kommt das wieder automatisch in die Garage oder? Das kommt bei einem Server Restart kommt es in die Garage, sofern es keiner geknackt und verkauft hat. Aber wenn Sie mir sagen, wo das ist, könnten wir da auch genau, das kann man mit dem Dietrich aufbrechen. Das kann man dann, wenn man es aufgebrochen hat, nicht in die eigene Garage stellen, weil der Besitzer immer noch ein anderer ist, aber man kann es halt verkaufen. Und mit rumfahren, ne? Aha. Wenn Sie mir sagen, wo Ihr Auto stand, könnten wir das entpounden sozusagen. Dann steht es auch wieder in Ihrer Garage. Nee, ich ging, war nur eine generelle. Ach, war nur eine. Okay. Des Autos. Wie gesagt, wenn es nicht kaputt ist, ab Server Restart ist es bei Ihnen wieder in der Garage. Okay, gut, vielen Dank. Kein Problem, schönen Tag noch. Herr Hauptmann. Wachmann. Nimm das Fernglas weg. Nimm es weg. Weg es weg. Drück B. Sorry, Zuschauerschwarte. Entschuldigung. Ja, Sie können ja aber auch mal auf die Nachrichten, die Sie bekommen, reagieren. Ich hatte nämlich eine Nachricht an die Polizei gesendet, dass ich eine Entschädigung möchte. Hätten Sie wenigstens zurückschreiben können, nein, dürfen wir nicht. Was ist hier gerade passiert? Einmal bitte stehen bleiben in dem Xamak, bitte stehen bleiben. Was? Ei. Das ist natürlich gerade sofort jetzt sehr aussteigen. Gut. Taser den raus. So, da sind wir wieder. Wir haben irgendwie die Zeit nicht so ganz im Auge gehabt und es gab Server Restart, ist auch angekündigt. Viermal am Tag. Und wir haben es einfach ein bisschen von der Zeit verhauen. Oh ja. Und oh, wir sehen Marktplatz. Schon. Marktplatz neu, neue Mission-Datei wurde hochgeladen. Sieht sehr cool aus. Und ja, da ist schon der Spieler Jan, habe ich gerade gesehen. Lass mich mal. Daniel, packen Sie bitte Ihre Waffe auf den Boden. Bitte die Waffe auf den Boden packen. Mach ich. Pack den Rucksack. Ich steig aus. Schließt du ab? Ja. So, Jan, kommen Sie gerade mal mit. Sie hatten uns ja geschrieben, genau. Bleib hier am Marktplatz und guck ein bisschen. Ja. So, was gibt's denn für ein Problem? Wie kann man Ihnen helfen? Also, ich bin eigentlich nicht der Jan, ich bin sein Bruder, der Psycho, der eben gebannt wurde, nur weil ich kurz Musik anhatte. Es gibt hier Leute, die laufen hier in der Safe Zone Amok und werden erst, was weiß ich, wie spät gebannt. Jetzt wollte ich fragen, ob Sie vielleicht den Bann aufheben könnten. Da bin ich leider die falsche Ansprechperson, nein, aber warte, kommen Sie noch mal ein bisschen weiter mit, hier kommen wieder Neugierige. Ja, bleib immer bei dem. Und zwar, das stimmt wohl, dass andere Leute schlimmere Sachen machen und dafür nicht sofort gebannt werden. Allerdings ist es schwer zu vergleichen, denn nicht erlaubte Sachen zu tun oder hier Voice-Chat zu spammen oder Leute hier RDM zu killen, macht in dem Sinne keinen Unterschied. Es sind alles Sachen, die hier nicht toleriert werden und ob sie da schneller einen Bann bekommen oder ein bisschen länger brauchen, tut bei dem nichts zur Sache. Trotzdem müssten sie dann mal einmal auf den Teamspeak kommen und einen Server-Admin ansprechen, weil ich habe da leider... wie gesagt, keine Befugnis, sie da irgendwie zu entbannen oder so. Und können sagen, warum sie das gemacht haben und das nochmal erklären. Ja, ich wollte ja einfach nur Aufmerksamkeit, dass mal jemand reagiert. Ich hatte nämlich der Polizei eine Nachricht geschickt und keine Antwort bekommen. Daraufhin habe ich halt die Musik angemacht, damit irgendwer die Polizei ruft und sie herkommt. Ja, wir sind gerade neu als Polizisten gespawnt und waren dann auch auf dem Marktplatz und haben sie fünfmal angesprochen, die Musik auszumachen. Und es ist halt nicht passiert. Ja, als ich die Nachricht dann endlich bekommen hatte, dass ich keine Entschädigung bekommen hatte, ich habe den ganzen Tag lang gefarmt und da sind dann mit einem Schlag irgendwie $100,000 von mir im Nichts verschwunden. Ja, das ging uns allen schon so. Wir haben schon mehrere Millionen verloren, also
Ja, kann ich verstehen. Da kann schon, will ich gar nichts gegen sagen, aber dann Voice-Chat oder sowas zu spammen ist halt auch nicht die richtige Lösung. Ist halt ein bisschen doof gelaufen, dass sie jetzt so viel Geld verloren haben. Das ging uns allen aber schon so. Und ja, da muss man halt einfach mit klarkommen oder, ja, ne? Wir können halt nichts machen. Wenn wir Sachen von ihnen erstatten sollen, müssten wir das aus eigener Tasche bezahlen. Und das würden sie sicherlich umgekehrt auch nicht machen. Ich meine, wir können ja nichts dafür, dass sie ausgeraubt wurden oder so. Ja, ich verstehe das ja. Ich hätte einfach nur eine Antwort gewollt. Ja, wie gesagt, ich war zu dem Zeitpunkt, als sie die Nachricht geschrieben haben, noch nicht auf dem Server, beziehungsweise hab die kurz gelesen, bin jetzt auch zum ersten Mal als Cop drauf und konnte da nicht direkt antworten. Aber wenn sie entbannt werden wollen, ich denke, es war jetzt nichts Schlimmes, was sie gemacht haben, wir haben ja nicht willkürlich Leute über den Haufen geschossen, lässt da sicherlich ein Admin mit sich reden, dass sie entbannt werden. Aber das nächste Mal halt, wie gesagt, nicht Voice-Chat, sondern einfach, wenn direkt eine Antwort kommt, liegt es wohl daran, dass alle Cops beschäftigt sind, weil, wie gesagt, die Server sind halt immer voll und da ist auch immer gut was los. Und da muss man einfach mal ein bisschen warten. Ja, denn das nächste Mal spamme ich nicht den Voice-Chat zu, sondern den Polizeifunk, okay? Ja, einfach weiter SMS schreiben und warten und wird sich schon jemand an sie wenden. Und wenn über die Polizeinachricht direkt nicht jemand kommt, können sie auch direkt mit einer SMS in einen Kopf gezielt anschreiben. Und ja, vielleicht haben sie ja Glück und der hat dann gerade Zeit oder so. Okay, dann war's das auch schon. Ja, alles klar. Dann, wie gesagt, auf dem Teamspeak gerade melden und gucken, ob man das klären kann und ja, dann noch einen schönen Tag. Ja. Tschüss. Also der Marktplatz sieht richtig cool aus. Kostet, glaube ich, 450.000. Und wie viel die Lizenz kostet, das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Da müssen Sie gerade mal in die Lizenzbehörde und da nachfragen. Ich habe die Preise leider nicht im Kopf. Ja, bitteschön. Tschüss, schönen Tag noch. Also der neue Marktplatz gefällt mir, aber das... Wie bitte, was habe ich gerade gehört? Ja. Ich hätte ein Problem mit meinem Auto, weil ich hatte hier mein Disconnect und mein Internet ausgefallen und jetzt kann ich den gelben Wagen einsteigen. Also ich kann den nicht aufnehmen. Den gelben Wagen hier? Welcher? Den können wir einmal beschlagnahmen, der steht da bei Ihnen in der Lass mich das mal bitte machen, dann kann ich es gerade mal zeigen. Ja. Aber kontrollier erstmal den Fahrzeug. Das hier war Ihr Wagen, ne? Kontrolliere erstmal den Fahrzeughalter, dass da nichts Feins ist. Ich guck gerade mal, wem das Fahrzeug gehört. Nicht, dass sie hier ein bisschen flunkern. Aber es stimmt. Und ja, den beschlagnahme ich gerade und dann steht er bei Ihnen wieder in der Garage drin. Kein Problem. Und du kriegst sogar Geld, wenn du Autos beschlagnahmst. Noch? I'm getting money! Ja, fürs Aufräumen der Straße. Aber ich glaub, so, der steht dann wieder bei Ihnen in der Garage jetzt. Wir haben auch schon unseren ersten Übeltäter auf der Fahndungsliste. Sogar schon zwei. Shizo und User 2. Beides. Shizo. Ja. Shizo, der Strüder. Autounfall mit Todesfolge. Steht es dann auch dabei? Ja, du musst einmal auf den Namen klicken. Und dann steht hier. Hat einmal Autounfall mit Todesfolge und. Genau. Ja, der andere auch. Das ist entweder Desync oder halt wirklich jemand überfahren. Wir dann mal gucken. Hat der Kollege, mir gefällt der neue Marktplatz. Hat der gerade Klamotten angehabt? Elektrofussel? Entschuldigung? Da kam die Nachricht, User 2 mit der Safe Zone. Ja. Was hatten Sie gerade für Kleidung an? Polizeikleidung, die hatte ich noch von vorhin. Vor dem Start. Dann legen Sie die bitte auf den Boden. Das ist illegale Kleidung für Sie. Sie dürfen nicht Polizeiklamotten haben. Guck mal bitte im Bußgeldkatalog, wie viel das kostet. Hab's eingepackt? Guck du mal, will ich in der Aufnahme auf den Screen gehen. Wir müssen sie leider kurz festnehmen, wir müssen ihnen ein kleines Bußgeld ausstellen. Ich hab schon eine Strafe dafür bekommen. Okay, bei wem haben sie denn die Strafe bekommen? Von Nurfna oder sowas. Okay, mit Nurfna kann ich leider nichts anfangen. Wir werden Ihnen jetzt nochmal eine Strafe ausstellen, allerdings nicht so hoch, da ich Ihnen jetzt mal glaube. Können Sie bitte kurz Abstand halten? Nein, der war vor 10 Minuten im Knast. Hat die Zeit abgesessen. Gerade freigekommen. Und ihr nehmt ihn jetzt wieder fest, oder wie?
Ja, weil Polizeiklamotten. Wir wissen ja nicht, dass er im Gefängnis war und zum anderen ist er hier mit Polizeikleidung durch die Gegend gelaufen und das ist natürlich verboten. Nehmen Sie bitte Ihre Waffe in den Rucksack, Taschenmesser. Ich höre das wieder in-game. Ja, drücken Sie bitte I und ziehen Sie einfach die Waffe ins Inventar. Wie sich die Leute gleich beschweren. Hast du geguckt, wie viel es kostet? Nee. Fragen von Polizeiklamotten? Okay, dann gucke ich jetzt kurz. Straftaten. So ist gut, ja. Perfekt. Verstoß, Beamtenbeleidigung, Beamtenbelästigung, nee. Ich hätte mal eine Frage. Hallo. Hier, 50.000. Ausziehen und Verwarnung. Polizeiklamotten? Ja. Ja, wer hat eine Frage? So. Okay, Elektrofussel, ich nehme sie jetzt mal kurz mit. Kommen Sie gerade mal bitte mit. Hier so ein bisschen auf die Seite. Nehmt den jetzt mal mit auf den anderen, auf die andere Seite vom Marktplatz. Jo. Und zwar welche, warte, ich mach grad dieses Liquid-Sack. Achso, umschätzlich. So, mein Kollege hat mir gerade gesagt, dass. Mute dich mal bitte in Teamspeak, ich verstehe sonst nichts. Welche Waffen dürfen Zivilisten tragen? Sie dürfen mit den. Das ist ganz einfach, schauen Sie auf die Map, also drücken Sie M, dann allgemeine Regeln. Herr Ganner, wollten Sie gerade noch was? Das Bußgeld habe ich schon bezahlt. Das waren 75.000. Ja. Bei mir. Genau, unter illegale Waffen nehmen Sie bitte. Dann unter verbotene Waffen. Und da sehen Sie alle Waffen, die Sie nicht nehmen dürfen. Ah, okay, danke schön. Also alle Handfeuerwaffen und die PDW sind legal. PQ7 und alle anderen Waffen sind legal. Welche Straftat denn jetzt? Und auf illegalen Waffenbesitz und Waffenbesitz ohne Waffenschein kommt. Ja, machen Sie. Das wird geahndet. Ja. 3, regroup. Okay, danke. So, können Sie mir jetzt den richtigen Namen nennen? Bürger, kannst du mal mitkommen? Lisa, kannst du mal mitkommen? Wo? Hier ist der hinter der Nigger hier. Hinter deiner hier, der. Soll ich das an meinen? Ja. Warum? Der Elektrofussel hat niemals bezahlt. Sonst hätte der die nicht. Polizeikleidung nicht mehr, weil dem wird die dann direkt beschlagnahmt. Okay, dann werde ich Ihnen jetzt ein kleines Bußgeld ausstellen, da von Ihnen keine Antwort mehr kommt. Und wenn Sie wirklich eine Strafe bezahlt hätten, hätten Sie die Klamotten schon ablegen müssen. Von daher kann ich Ihnen leider nicht glauben, dass Sie schon ein Bußgeld bezahlt haben. Gebt ihm jetzt 50.000. Ja, ist also. Dann noch Polizei so, hier anlegen wollen. Ich gebe, ja. 50.000. Bußgeld. So, wenn Sie dieses Bußgeld nicht bezahlen können oder nicht bezahlen wollen, perfekt. Geil. Dann drücken Sie bitte einmal wieder V, dann sind Sie frei. Und in Zukunft ordentliche Klamotten kaufen, die auch erlaubt für Sie sind. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Man kann das Karussell drehen. Ja, Daniel, egal, nehmen Sie bitte einmal die Waffe auf den Boden oder in einmal die Waffe runter. Einmal die Waffe bitte runter. Einmal die Waffe ins Inventar. Und das ist außerdem eine illegale Waffe. Ja, müssen wir aufnehmen. Ich bin Donator. Mach mal einen Die Waffe ist trotzdem verboten. Ich bin auch Donator. Ich habe sie schon oft genug abgenommen bekommen. Bitte packen Sie jetzt Ihre Waffe ins Inventar. Bitte packen Sie jetzt Ihre Waffe ins Inventar. Waffe ins Inventar und alle mal bitte von Daniel weggehen. Bisschen Abstand halten. So, Daniel. Wir klären das jetzt. Bleiben Sie bitte hier. Kommen Sie mal. Hier rüber. Alter, was ist denn los mit euch, Mann? Ich hab nicht so viel Zeit wie ihr, Mann. Ich will einfach ganz ein bisschen farmen und was ist los, Alter? Ja, und dann laufen sie mit gezogener Waffe über den Marktplatz. Ist halt verboten. Jetzt einfach mal mit auf die Seite und ganz ruhig bleiben, dann können wir das auch klären. Kommen Sie doch einfach mal bitte mit. Ich will sie jetzt nicht unnötig festnehmen müssen. Aber diese Waffe, die sie in der Hand hatten, ist ein vollautomatisches Gewehr und das ist verboten. Das steht auch in den Regeln. Und Gunner, gehen Sie bitte von der Tasche weg. Warum darf man die als Donator dann kaufen? Gucken Sie bitte mal in Ihre Tasche, ob die Waffe noch da ist. Ansonsten hat Gunner die gerade geklaut. Negerle, hier einen Schritt weiter zurück. Wenn Sie mir jetzt was aus die Tasche genommen haben, nehme ich Sie gleich fest. Ja, einfach mal alle ein bisschen auf die Seite gehen. Haben Sie Ihre Waffe noch, Daniel? Nein, ich habe meine Waffe nicht mehr. So, Gunner, dann bleiben Sie einmal stehen. Dann muss ich Sie festnehmen. Ich hab... Ja, gut, durchsuch mich. Ja. Und hier Elektrofussel genauso.
Jetzt mal bitte alle Abstand von Daniel nehmen. Alle, die hier nicht dazugehören, bitte einmal weggehen. Einmal zur Seite treten. Ich hab sie wieder. Okay, sie haben sie wieder. Dann kommen Sie jetzt mal bitte mit. In den Regeln steht, sie müssen überhaupt nicht. Ja, sie haben die Waffe nicht, das heißt, Schloss hier wieder frei. Ist nichts passiert. In den Regeln steht, dass alle. Hat sie mir bis jetzt abgenommen. Jetzt auf einmal fängt mir einer an, mir die abzunehmen. Ist doch wohl klar, dass ich sauer bin. Mir ging es auch schon oft genug so. Das steht halt so in den Regeln. Kann verstehen, dass das eine Spaßsache ist, aber ist so festgelegt, zumal in Safe Zone das mit gezogenen Waffen rumlaufen sowieso nicht gestattet ist. Warum nicht so blöd und spende für den Server und warum darf ich als Donator die dann Die Frage habe ich mich auch schon gestellt. Es ist allerdings trotzdem so, dass die Waffe nicht erlaubt ist und die steht als illegale Waffe. Können Sie auch gerne nochmal in den Regeln nachgucken. Das heißt, ich muss sie jetzt leider festnehmen, in die Waffe konfizieren und ein kleines Bußgeld was. Ja. Naja, die haben als Donator halt die Möglichkeit, die Waffe günstiger zu bekommen als Nicht-Donator. Nur deswegen wird es ja nicht legal, damit rumzulaufen oder alles abzuknallen. Nur weil sie die Waffe kaufen können. So, ich werde sie jetzt einmal kurz festnehmen und eine kleine Kontrolle durchführen. Ja, und während hier ein bisschen Hektik noch ausbricht und die Leute anfangen zu hupen und hier Leute sich beschweren, obwohl ganz offensichtlich Regeln verstoßen wurden, nähern wir uns auch schon dem Ende unserer ersten Kopffolge sozusagen. Und ich hoffe, wir kommen da selbst noch ein bisschen mehr ins Gameplay rein, dass wir uns auch mit den Regeln ein bisschen sicherer sind, weil das eine oder andere Mal war so ein bisschen dann, Machen wir gerade alles richtig, aber ich denke, bisher haben wir alles richtig gemacht, auch wenn sich Leute da vehement manchmal gegen wehren. Ja. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen hoch da und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge Altes Live wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao. Tschüss.